Alexander Scheichets Kammerorchester Zürich gedeiht. Es gehört fest zur Zürcher Musikszene. Ja, es bestimmt sie mit. Besonders auf dem Gebiet der neuen Musik. Werke von Robert Blum, Willy Burkhardt, Max Ettinger, Emil Frey, Paul Müller-Zürich oder Hans Schäuble, damals noch wenig bekannte Schweizer Komponisten, werden uraufgeführt. Finanziell ist Alexander Scheichert auf den Goodwill seiner Gönner angewiesen. Im Mai 1927 schreibt er an Werner Reinhardt: Der Zustand, in dem wir uns ständig befinden, gleicht einem Schwimmer, dem die Kräfte am Ausgehen sind und der allmählich an eine Uferlosigkeit glauben muss. Einerseits. Andererseits? Das Kammerorchester, das von Alexander Scheichert geleitet wird, gibt anlässlich seines 10-jährigen Bestehens eine Aufführung zugunsten des Defizitfonds des Stadttheaters mit Emmy Sauerbeck und Kurt Schwetters. Titel: Zeitgenössische Grotesken.